Wo man auch hinschaut, im Moment reden alle über den Sommer der Extreme. Schwere Unwetter bei Überschwemmungen in Österreich und Slowenien. Ganz herzlich willkommen bei Newstime. Was ist das für ein Sommer? Erst die große Hitze, jetzt heftige Unwetter. In Reutlingen musste der Winterdienst ausrücken, weil die Stadt von einer 30 cm dicken Hagelschicht überzogen war. Im Süden Österreichs schwere Überschwemmungen und eine besonders dramatische Lage herrscht in Slowenien. Dort sind in den Fluten mindestens 3 Menschen gestorben. Tom Paluch fasst zusammen. Am zweiten Wochenende des AfD-Treffens in Magdeburg will die Partei die Kandidatenliste zur Europawahl vervollständigen und das Wahlprogramm beschließen. Was schon jetzt klar ist, die AfD will mit radikalen EU-Gegnern nach Brüssel gehen. Der stramm rechte Kurs kommt bei den Wählern an. Aktuell sind die Zustimmungswerte so hoch wie nie. Tim Lieberknecht. An diesem Wochenende findet ein Ukraine-Gipfel mit Regierungsvertretern aus aller Welt in Saudi-Arabien statt. Wer nicht mit am Tisch sitzt, Russland. Das Ziel ist klar, Frieden in der Ukraine. Kiew stellt Bedingungen, unter anderem den kompletten Abzug der russischen Truppen. Unterdessen laufen die Kämpfe weiter und dabei setzt die Ukraine nicht mehr nur auf Drohnen aus der Luft, wie Sebastian Ahrens zeigt. Unterdessen möchte die Ukraine deutsche Marschflugkörper haben, um damit gezielt gegen russische Nachschubwege vorzugehen, auch in Russland. Die Bundesregierung ist noch dagegen, doch aus der Opposition und vereinzelt aus den Ampelparteien kommt Unterstützung. Charlotte Potz erklärt, was Marschflugkörper können. Im Nordosten Spaniens, nahe der französischen Grenze, breiten sich Waldbrände aus. 140 Menschen wurden deshalb in der Region Katalonien in Sicherheit gebracht. Extrem angespannt bleibt die Lage im westafrikanischen Land Niger. Seit vergangener Woche ist dort eine Militärregierung an der Macht, die den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum abgesetzt hat. Der Westafrikanische Staatenbund hat die Putschisten aufgefordert, den Präsidenten wieder einzusetzen und droht mit Gewalt. Heute Abend läuft ein Ultimatum dazu aus. Elena Brecher erklärt die Hintergründe. Influencer nehmen Einfluss und das kann auch mal schiefgehen, so wie gerade in New York. Ein bekannter YouTuber hatte zu einem Fantreffen am Union Square aufgerufen, weil er dort Geschenke verteilen wollte. Daraufhin strömten massenhaft Jugendliche dorthin. Das führte zu einem Tumult inklusive Ärger mit der Polizei, Verletzten und Festnahmen. Lukas Ferring mit den Bildern. Auf newstime.de finden Sie weitere Nachrichten, natürlich rund um die Uhr. Anneke Dürkop hat jetzt in den Wetteraussichten wieder Regen und auch Sturm im Gepäck. Danach geht's hier weiter mit unseren Highlights zur Frauenfußball-WM und dann folgt die Schöne und das Biest. In diesem Sinne, schönen Abend und ein tolles Wochenende.